Firewatch, zu Deutsch Feuerwache, ist das neue Spiel auf diesem Kanal, das wir zusammen spielen. Und wir sind Paulina Coelho und Ungehalten. Und dieses Spiel ist auf Englisch und wir spielen es mit englischen Untertiteln und werden nebenbei ganz, ganz lustig simultan übersetzen. Also wird wahrscheinlich lustig werden an der einen oder anderen Stelle, versuchen es aber ganz ernst zu machen, weil das ist ein ernstes Spiel. Let's go! Los geht's! New Game. Empty Game. Kleines Bäumchen. Campo Santo presents. In cooperation with Panic. Boulder, Colorado, 1975. Eine Barszene offensichtlich. Ja. Du siehst Julia. Ich sehe Julia. Sie ist ungefähr mein Alter, die späten 20er, und sie lacht mit einigen gut gekleideten Professoren und einigen graduierten Studenten der nahen CU Boulder. Ich, Henry, bin geradeaus mit meinen Freunden etwas zu trinken. Ich gehe auf sie zu. Ich bin betrunken. So, was ist denn dein Hauptfach? Oder? Du bist schön. Ich werde sie fragen, so, was ist denn dein Hauptfach? Tada. Ich nuschle das Wort Hauptfach und es riecht nach Course. Dabei habe ich ein sehr, sehr merkwürdiges Lächeln auf dem Gesicht. Evolutionäre Biologie. Und ich bin ein Professor, sagt sie. Cool, sage ich. Was ist dein Hauptfach? Frage ich. Toxikologie? Wie gemein. War das ein Diss, eine Ablehnung, frage ich? Definitiv. Aber da tut's mir auch schon wieder leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe. Und willst du vielleicht den Cheeseburger mit mir teilen? Ja, geil! Eine Woche später bin ich ihr Freund. Freund. Bettteilfreund. Oh. Und dann sind wir auch schon in einem Elevator. Einen Fahrstuhl. Aber ich bin hier alone. Und da, oh, ich dachte erst, es ist ein Behindertensitz. Aber nein, es ist ein Backpack. Den ich jetzt mitgenommen habe. Oh. Yay. Okay. Dann laufen wir mal in... 1, 2, 3, 8, 7, 6, 5. Das ist ein Pickup. Schnicki. Und hier stehen... Ein Räder, ein Karton. Kartönse. Ein Mülleimer. Ich kann aber nichts antatschen. Alles nicht für mich. Ist eine andere. Ist ein gehört jemand anderem. Ah, man kann es auch von hinten anschauen. Ja, ich wäre einfach mal drumrum gelaufen. Aber ich komme hier nirgendwo. Steine kann ich auch nicht mitnehmen. Aber man kann sich selber sehen. Guck mal. Ja, guck mal, mein Gürtel. Ja, und Tänzchen mache ich auch. Ja, der Gürtel ist ein bisschen hoch irgendwie, ne? Ah, ist bestimmt vom Backpack. Ach so. Ja, stimmt. Das ist gar nicht mein Gürtel. Da geht's hoch. Aha, aha. Und hier geht's wieder runter? Schatten. Hier einmal rum. Oh. Ach so, da ist die Ausfahrt. Alles klar, alles klar. Wir müssen wahrscheinlich das Auto holen, ne? Ja. 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 Der strahlt ja da so. In Orange. Oh. Ah, genau. Truckbed. Jetzt mal das Zeug rauf. Dann mach ich ganz sorgsam zu und weg. Wir daten schon über ein Jahr. Und sie macht mich völlig wahnsinnig. Es ist wunderbar. Wir ziehen zusammen. Wir teilen ein Apartment nahe der Schule. Mit einem wunderschönen Blick auf die Berge.
und wir trinken immer wieder auf der Terrasse Bier und wir trinken überhaupt überall Bier. Das Leben ist gut. Ich möchte einen Hund. Coole Idee. Dort gibt es einmal einen zu kleinen Beagle. Ach Gott, den liebe ich. Und Julia liebt ihn. Ich möchte ihn gerne mitnehmen in meine Klasse. Außerdem gibt es dort einen sehr schönen, mit freundlichen Augen, einen deutschen Schäferhund, mit dem nichts Schlechtes, mit dem Julia nichts Schlechtes mehr passieren könnte, weil es ja ein Badass-Dog ist. Jetzt die Entscheidung. Welchen nehmen wir denn? Also Julia möchte ja den Hund haben. Aber du pickst ihn ab. Ja, genau. Ich kann mich entscheiden, oder? Offensichtlich. Also ja. Welchen Hund, obwohl sie einen Hund wollte. Aber sie will ja den Beagle offensichtlich, in den wir sie auch mitnehmen. Und sie ist verliebt. Und von daher würde ich sagen, ist der deutsche Schäfer uns zwar Badass, aber wir nehmen den Beagle namens Bucket. Eimer. Oh Gotti. Wow. Eimer ist ein guter Hund. Und eine Woche später haben wir den anderen komplett vergessen. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn auch. Wir sind am Quatschen auf der Terrasse. Es ist Sommer, es ist 21.30 Uhr abends und die Hitze strahlt immer noch aus der hohen Wüste. Was hältst du eigentlich von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau und können sowieso. Was können sie überhaupt? Was können sie überhaupt, die Kinder? Ich frage mich, ob wir vielleicht welche haben könnten. So ein paar kleine Idioten. Und ich muss mich schon wieder entscheiden. Also entweder das ist super oder eines Tages vielleicht. Warum denn jetzt sofort? Naja, vielleicht sind wir jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Vielleicht sind wir auch nicht mehr die Jüngsten. Und ich würde sagen, da das ja alles so super gut läuft mit Julia, dass wir doch die Kinder mit den Kindern einfach mal probieren, wa? That would be pretty good. In diesem Fall sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das würde mir gefallen, sage ich. Diese Kinder werden sowieso verrückt genug sein. Dann wäre es am besten, wenn die Eltern... Wenigstens die Eltern. ...so ein bisschen hitched sind. Zusammen? Ja, wahrscheinlich. Ich sage, sie ist vollständig im Recht mit dieser Annahme. Oh. Und deshalb schlage ich die Tür zu und drehe mich zu dem Dings dahin. Zu dem Brett. Thoroughfare Trailhead. Vergiss nicht, dich einzuchecken. Das ist so ein Wanderpfad, ne? Ja. Hier ist eine Karte. Norden, Westen, Süden, Osten. Wundervoll. Das ist ja wie zu Hause. Was ist hinter uns? Learn to live with beers. Achso, Beers. Ah, ja, okay. Beers. Ich denke immer noch ans Bier. Ja, hier ist eine Wegsperre. Oh! Fire Danger, okay. Ui. Okay. Das ist ein lustiges Männchen. Also, jetzt sollte man auf jeden Fall kein Feuer machen. Nee, Fire Danger ist extrem high, weil auch Sommer ist, ne? Ja. Ich versuche hier irgendwie ein bisschen zu rennen, aber mit Shift geht's auf jeden Fall nicht. Vielleicht soll ich auch gar nicht rennen. Feuerwerk ist natürlich auch nicht so richtig Knorke. Das lassen wir aber besser. Ach ja, genau. Falls man es noch lange nicht mitbekommen hat, dann sei hiermit gesagt, an der Maus ist Pau-Pau. Pau-Pau guckt in den Himmel und... Warum redest du in der dritten Person von dir? Was ist das? Keiner weiß es. Niemand weiß es. Aber hier ist der Weg, hier muss ich lang. Wie schön ist alles, oder? Auch die Stimmung so. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen... Oh, vorbei. Es ist Donnerstag und Julia... Im Jahre 1980 ist es Donnerstag. Mein Geburtsjahr. Ja.
Es ist Nacht, es ist Donnerstag und Julia kommt nicht nach Hause. Es ist schon 4 Stunden zu spät. Was soll das denn? Oh. Sie hat nicht mal angerufen. Wobei, damals war das noch mit öffentlichen Telefonzellen. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch nicht so schlimm denn eigentlich. Ich bin aber krass am rumworryen. Also ich bin sehr besorgt und werde pro Minute 1 zorniger. Und sie kommt erst nach Hause, als ich schon lange im Bett bin. Sie ist nicht besonders betrunken, aber sie hatte auf jeden Fall einiges an Spaß diese Nacht. Und sobald sie zwischen die Bettlaken schlüpft, fange ich an zu kämpfen, also zu sauer zu sein. Und was zwar, machst du? Bist du mad? Also entweder bin ich sofort mad oder ich ignoriere sie und ja, also es ist ja beides jetzt nicht sehr freundlich. So. Also ich bin schon wirklich saui. Ich bin schon sehr saui auf sie. Aber ich glaube, ich bin eine kleine Zicke und ignoriere sie. Kommst du von selbst drauf, ne? Oh. Wir berühren uns überhaupt nicht die ganze Nacht. Die ganze Nacht nicht. Am nächsten Tag fühle ich mich doch aber ziemlich schuldig dafür, dass ich so saui war und frage sie, wie der Abend denn so war. Wie war es denn so? Das war großartig. Ach, schön. Du bist noch ein bisschen reserviert, ne? Ja, ich halte mich da fest an einer kleinen Pille. Aber dann mache ich schon einigen Kaffee, ein bisschen Kaffee für uns und dann gehe ich zur Arbeit. Tadam. Was mache ich eigentlich? Das weiß keiner. 1981. Das ist mein Geburtsjahr. Ich male immer noch total gerne. Und vor allen Dingen male ich gerne die Pflanzen für meine Forschung. Und die ganzen Orte, wo wir so hingehen. Und ich male dich. Mich malt sie auch. Oh, und ich kann mich entscheiden, wie ich mich jetzt auf den Bildern hinstelle offensichtlich. Also entweder pose und flexe ich wie He-Man. Also ich... Flexing ist ja so Muskeln zeigen, ne? Oder ich posiere ganz, wie nennt sich Frolic? Ich komm gerade nicht aufs Wort. Frolic, das ist doch das für Hundis. Ja, ich, wie ein Hund. wie ein Victoria's Secret Model posiere ich. Und das mache ich auch tatsächlich. Das ja, natürlich. Pff. Alles andere wäre auch Quatsch. Sehr schön. Oh. Mit meinen kurzen Beinchen. Na, hör mal. Ich finde, er sieht schmal aus hier. Eine schmale, grazile Person. Hilfi. Ich werde nicht ins Geäst reinrasen. Er läuft auch immer nur zur goldenen Stunde durch die Gegend, ne? Oh, ja. Da ist ein Schildchen. Ein Schildchen. Zwei Gabeln. Fire Lookout, also ein Feuer, eine Feuer, tja. So ein Watchout halt. Ausguck. Genau, Ausguck, perfekt. Acht Meilen. Das müssen wir jetzt hoffentlich nicht laufen. So, hier, jetzt Spacebar, hop over. Yay. Ui. Ach, schön. 1982. Während des Sommers genießen Julia und ich jede Nacht mit einem Eimer spazieren zu gehen. Mit Eimer meinen sie natürlich den Hund, den Beagle. Ja. Das ist ein Fest in der Stadt. Und jetzt kommen alle von überall her. Aber einer von denen greift uns mit einem Messer an, bedroht uns mit einem Messer. Oh Gott, Bucket gets kicked. Fuck the dog, schreit Julia. Und der Hund wurde getreten. Und ich bin total fertig mit Nerven und habe wirklich Schwierigkeiten zu sprechen, wenn ich gestresst bin. Und ich konfrontiere den Angreifer. Und ich kann ihn entweder wegscheuchen oder sein Gesicht einschlagen. Also das ist schon sehr tempting, ne? Also mein Gesicht einschlage ist schon sehr verführerisch, aber ich bin antigewalttätig und werde ihn deshalb versuchen zu verscheuchen. Ich greife in meine Tasche und tue so, als hätte ich eine Waffe, eine Pistole und bedrohe ihn damit, ihn zu töten.
ich schaffe es damit, uns alle drei Angst einzujagen, und er rennt weg. Juhu, juhu. Können wir von jetzt an vielleicht einen anderen Weg nehmen? Ich sage ja, lieber einen anderen Weg, weil ich möchte diesen Weg auch nicht mehr weitergehen. Von nun an gehen wir am Fluss spazieren. 1984. Die Pläne, Kinder zu haben, werden von der Arbeit vertagt. Also, vertagt. Ich krieg ein Jobangebot in Yale, aber Yale ist in Connecticut und nicht in Colorado, da wo wir sind. Genau, in Boulder. Also 2000 Meilen weit weg. 2000 Meilen, das ist ein großartiger Job. Mit einem Associate Department Stuhl. Und du möchtest offensichtlich unbedingt dorthin ziehen. Ja, ich... Und ich möchte es unbedingt nicht. Wahrscheinlich, weil ich immer gerne nachts und mit Eimer spazieren gehe. Am Fluss entlang. Am Fluss, dieser eine Fluss. Wer weiß, du hast ja vielleicht da auch einen Job, ne? So. Ja, vielleicht das. Vielleicht bin ich auch mehr so ein Kind des Landes, so. Ja. Auf jeden Fall kann ich mich entscheiden, Julia davon zu überzeugen, den Job nicht zu nehmen. Oder ja zu sagen, wenn sie immer wieder zurückkommt und hin und her fährt. Pendelt, häufiger mal. So, ne? Pendelt, genau. Und es ist. Sie möchte ja unbedingt diesen Job, deshalb das Convincen ist vielleicht. Es könnte nach hinten losgehen. Und deshalb agreeen wir mal mit knirschigen Zenis. Ich frage sie, ob sie pendelt. Ich möchte nicht nach Connecticut ziehen. Aber ich finde das ganz schön hart, aber okay, wenn du nicht umziehen möchtest. Ich sage ihr, dass sie es nicht verpassen sollte, wenn sie denn unbedingt möchte. Also den Job. Also fliege ich immer hin und her, dreimal im Semester. Das ist ja nicht viel. Ich habe ja gedacht, jeden Tag. Ach so. 2000 Meilen jeden Tag. Kann man doch mal laufen. 1985. Julia wurde nach Hause geschickt, weil sie mal wieder eine Episode hatte. Sie hat es vergessen, oder du hast es vergessen, die Bücher zurückzugeben, die du 2 Tage vorher dir ausgeliehen hast. Sag mal. Ich habe mich nicht daran erinnert. Du hast dich offensichtlich wirklich nicht erinnert, und ich glaube, hier kommt gerade etwas Story mit rein. Oh, man hat dich sogar weinend im Treppenhaus gefunden. Und ich darf mich schon wieder entscheiden. Also entweder sage ich, dass wir doch mal lieber mit jemandem darüber reden sollten, wahrscheinlich einem Arzt. Oder ich mache Macaroni und wir trinken Wein und vergessen einfach darüber. Ist doch egal, was sollen die 2 Bücher da? Und gehe einfach davon aus, dass du geklaut hast. Nein, ich würde sagen, da du es wirklich vergessen hast, nach nur 2 Tagen würde ich sagen, dass wir vielleicht mal mit einem Arzt reden könnten. Wer weiß, was das ist, könnte ja auch gefährlicher sein. Nachdem wir mehrere Ärzte und gesehen haben und auch mehrere Tests über Julia haben ergehen lassen, bin ich doch ziemlich besorgt, dass Julia eventuell von sehr, sehr früher Demenz, an sehr, sehr früher Demenz leiden könnte. Dabei bist du nur? 41. Aber wir beide entscheiden offensichtlich, dass es für jetzt erstmal ein Geheimnis unter uns bleibt. Genau. Ui. Ui. Ah, oh, wir sitzen ja in unserem Camp irgendwie gerade. Wahrscheinlich sind wir gerade auf diesen 8 Meilen Walk sind wir gerade am langen Lauf. Ich nehme mal das Journal. Ja. Oh, ein Ehering hat er. Wow. Oh, March. 5. März. Penis. 1985. Na, mach das lieber schnell zu. Ja. Oh nein, der Eimer wird älter. Oh. Oh, das ist irgendwie nett. Weil ich dadurch weniger Sorgen habe im Haus. Der Hund, ne? Ja, also wegen des Hundes, also weil der älter wird. Ich glaube, der Hund macht weniger Stress. Ja.
Weil er wird wahrscheinlich jetzt weniger Hasen jagen, weil er jetzt älter ist. Vielleicht. Ich gehe zurück zur Universität. 1987. Oh nein, deine Krankheit wird schlimmer. Ich kann mir wirklich gar nichts mehr merken, nicht mal im Unterricht. Und auch meine Forschung fängt an, irgendwie so ins Wanken zu geraten. Du fährst mit deinem Auto in die nächste Stadt für grundlos und musst von der Polizei nach Hause gebracht werden. Ich bin völlig zerstört. Du wirst nach Hause geschickt, zurück nach Boulder. Und zwar aus gesundheitlichen Gründen und permanent, für immer. Du hast deinen Job verloren quasi darüber. An manchen Tagen bekomme ich die Julia, die ziemlich cool ist und ihre ungeborenen Kinder immer noch kleine Idioten nennt. An anderen Tagen bekomme ich nur eine Fremde. Dann zieht sie mich ins Bett, um Leber zu machen. Nach 5 Minuten bekommt sie Panik, weil sie denkt, ihr Vater ist an der Tür. Ich erzähle es deiner Familie. Deine Familie ist völlig fertig und fängt an, Reisen zu machen, von Australien bis nach Connecticut, um sie zu suchen. Quatsch, zu besuchen. Wo ist sie denn? Unterm Bett? Man weiß ja nie, an der Decke? Für eine Zeit kommen auch meine Freunde immer wieder vorbei, um ihr kleine Geschenke zu machen, um den Tag zu erhellen. Also ja, um mir Geschenke oder uns Geschenke zu machen, um den Tag zu verschönern. Und es wird immer schlimmer mit ihr. 1988. Ich verbringe den ganzen Tag, Julia hinterherzulaufen im Haus, damit ihr nichts passiert, offensichtlich. Und ich zähle die Sekunden zwischen den jeweils zwei Besuchen pro Woche von Daniel, der männlichen Krankenschwester. Betreuer. Würde man Betreuer. Deutsch nennen, ne? Betreuer. Betreuer. Und er sagt, dass sie doch auch woanders leben könnte, zum Beispiel in einem 24-Stunden-Betreuung in einem Heim. Und ich mache mir mehrere Monate lang Gedanken darum und entscheide dann, sie in eine Vollzeitheim zu verfrachten und abzuschieben, völlig herzlos, oder mich weiter um sie selber zu kümmern. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, 1988, dass er sie immer noch sehr, sehr liebt und von daher sich um sie kümmern möchte und es nicht erträgt, dass sie weg ist. Hui. Hier ist es ein bisschen friedlicher. Schön durch den Wald. Das ist schon wieder ein bisschen goldene Stunde, oder? Also von der Farbe so, von Sonnenlicht? Ja. Oder soll das jetzt am Tage sein? Oh, balancieren. Ui, da hinten ist was, da hinten was? Ist was. Oh. Ein Hirschi-Hirsch. Quatsch, das ist eine Giraffe. Oh, och, Gotti. Gotti. Wie es abhaut. Es ist unglaublich hart. Das Schlimmste ist, wenn ich sauer auf sie werde, wenn sie zum Beispiel schon wieder versucht, ihr eigenes Essen zu kochen. Ich kann nichts ohne sie tun. Und ich kann nichts ohne dich tun. Oh. Wenn ich schlafen gehe, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Ich trinke an Deck, also auf der Terrasse. Ich schaue Baseball im Sommer und College-Basketball im Winter und trinke dann wieder. Ich fange an, auszugehen, nachdem ich sie ins Bett gelegt habe. Beim ersten Mal mache ich mir Sorgen darum, dass sie, während ich weg bin, aufsteht und im Haus herumläuft, während ich nicht aufpassen kann.
Jetzt, was machst du? Und ich muss schon wieder entscheiden, sie entweder einzusperren mit einem Stuhl vor der Tür, vor der Schlafzimmertür, oder zu hoffen, dass nichts passiert und sie nicht einzusperren. Ich würde mal sagen, es passiert nichts und sie schläft wie ein Stein. Noch nicht passiert wirklich nichts. Wie immer gehe ich zur gleichen Bar am langweiligen Ende der Pearl Street, weil es dort schön ist. Mit der Zeit erzähle ich der Barkeeperin Sheila alles. Wirklich alles. Und mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen, während ich das tue. Und an einigen Abenden in der Woche bin ich erst um 1 Uhr nachts zu Hause. Und ich freue mich sehr auf diese Nächte. Es fällt ihm offensichtlich wirklich schwer alles. Du bist 89. Eine Nacht wirst du gestoppt am DUI Checkpoint und musst pusten. Und weil du eine schöne 10 pustest, darfst du dann über Nacht ins Gefängnis. Du versuchst es natürlich zu verstecken. Aber dann sagst du es doch deiner Schwägerin Susan. Oh oh. Meine Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien und können einfach nicht fassen, in was für einem Zustand sich unser Haus befindet. Alles sauber. Wie geleckt. Dann nehmen sie mich einfach mit, weil ich mit ihnen leben soll. Und du argumentierst auch nicht groß. Du sagst nur, dass du bald zu Besuch kommen wirst und ein paar Wochen gehen ins Land. Der Sommer kommt und du siehst eine Anzeige in der Zeitung. Ein Jobgesuch. Ui. Yale, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, deswegen heißt es. Ich nehme das Jobangebot an. Job. Bäumchen. Bäumchen, füll dich. Oh. Ui. Ui. Enter the lookout. Wir müssen in den Hochstand. Das sieht so schön aus. Ist es vielleicht dieser Job, den wir hier gerade tun? Thoroughfare Lookout, ja. Ist dieser Job, den wir da angenommen haben, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich genau dieser Feuerwachenjob hier. Ja, und unsere Frau ist in Australien, ne? Das ist ja auch hart, ne? Dass die ganze Familie in Australien ist. So um die Ecke ist es ja nun auch wieder nicht. Die haben sich generell nicht viel gesehen während ihrer Ehe. Also am Anfang schon, dann war sie weg, dann ist sie nur ganz selten mal gekommen, dann wurde sie krank, dann war ja nicht mehr viel. Ja. Und jetzt ist sie in Australien. Ja. Aber er trägt seinen Ehering, das haben wir gesehen. Ja. So. Boah, schau mal runter, das ist ja voll schön. Da ist noch ein anderer. Und das Hochstand. Ist der Schatten. Oh. Gotti. Naja, was soll's. Das ist noch ein anderer Hochstand. Naja. Und hier sind so Felsen. Oh, und komm, da mal. Ist noch ein anderer Hochstand. Oh, ach, das ist der andere Lookout. Tada. Glotzi. Naja, ich kann jetzt nichts machen. Aber hier vielleicht rein. Irgendwann. Oder für immer drum rumlaufen. Ui. Nein, so ein Quatsch. Das sind Gasflaschen. Das heißt, hier kann ich nicht weiter. Damit ich nicht runterfalle, ist es extra da. Und ich sage, oh, guck mal. Da ist ja noch ein anderer. Was ist denn? Ich meine, das ist ja schön hier ist oben. Ist alles verschlagen, ne? Was soll das? Vielleicht, ach so. Ach, da ist die Tür. Vielleicht sollte ich sie öffnen. Aha. 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 Turn on the power. Wir sollen den Strom anmachen. Light switch. Ah, ohne Power geht das ja wohl nicht. Ohne Power geht hier gar nichts. National Forest Guidebook. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich, irgendwo muss hier so ein Generator sein oder sowas. Naja, wir haben doch diese komischen Gasflaschen draus gesehen, aber... Genau, wo haben die denn reingeführt ins... Ja, es geht alles nicht. Nee, geht oh, alles. Da. Oh. Generator ja. Switch. Tada. Grün. Oh. Ah. Oh. Hello, Two Forks Tower. Oh. Die Leila. Wo quatscht die? Ah, da. Die Leila hat uns angerufen. Tada. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Oh, wir müssen Shift gedrückt halten. Ach so. Ja, wir sind da. Ähm.
Hallo? Hallo? Ach, hallo? Da guck mal da unten mit dem Mausrädchen. Oh. Hallo? Hallo? Ah. Whoever this is. Cool. Wer ist das? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I, like, sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Oh, also sie war jetzt der Meinung, dass jeder, der diesen Job annimmt, vor irgendwas wegläuft. Das war nicht dumm, ne? Das war wirklich nicht dumm. Da ist ein Oggotti, ein Raccoon, ein kleiner ja. Waschbär. Und, You're just gonna wait me out on this? Okay. Fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Oh, und jetzt schätzt sie, was mit uns falsch ist. I don't know anything about you. But 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Was? Is that it? Nice. Good night. Good night. Welcome to the job.